Und sei da gut über die Osterfeiertage weggekommen? Ich meine, Wetter war optimal gewesen zum Ostereiersuchen, ne? So neben Sonne und ein bisschen Hagel und Schnee kann nicht schaden. Ich war gestern mit meinem Vater beim Amt gewesen, weil ich ja alles neu beantragen musste, da ich mein Portemonnaie vergessen hatte, also Ausweis, Führerschein, alles mögliche. Sind wir also los zum Bürgeramt gefahren. Ich meine, in Berlin gibt es einige davon. Wir sind dann also erstmal zum Bürgeramt nach Hohenschönhausen gefahren. Für die Leute, die nicht wissen, was Hohenschönhausen ist, das ist so vergleichbar mit Marzahn eigentlich, sehr viel Plattenbauten. Die Leute standen dort bis draußen auf die Straße an. Man hätte da ungefähr so 4-5 Stunden warten müssen, bis man rankommt. Haben uns dann gedacht, nein, fahren wir direkt mal weiter ins nächste, weil ich kannte noch eins, das ist halt ein bisschen in so einer Einfamiliensiedlung mehr, also weniger Plattenbauten, mehr halt Einfamilienhäuser und da war es dann auch leerer gewesen. Haben dann dort nach 2 Stunden auch einen Termin bekommen, waren auch dran gewesen. Das Geile dabei ist, wenn du einen Ausweis beantragen willst, ja, kannst du dort vor Ort nicht bar bezahlen, sondern nur mit EC-Karte. Mach das mal, wenn du dein Portemonnaie verloren hast, wo auch zufälligerweise die EC-Karte drin ist. Versuch das mal, ist geil, auf jeden Fall. Ich kann froh sein, dass mein Vater dabei war. Und sein Ausweis ist nicht billig. Und das war mir eine Lehre. Ich werde mein Portemonnaie von jetzt ab, ich werde mir, glaube ich, so eine Kette um den Hals binden mit dem Portemonnaie dran. Ausweis, vorläufiger Ausweis, Führerschein, Reisepass, 130 Euro weg. Entschuldigt, wenn es hier ein bisschen unordentlich aussieht, das liegt daran, dass ich nicht aufgeräumt habe. Und wenn es ein bisschen staubig hier ist, dann liegt es daran, dass ich nicht Staub gewischt habe. Kommen wir mal zurück zu Ostern. Was habt ihr denn so bekommen? Habt ihr viel Schokolade bekommen? Ich hasse Schokolade. Deswegen habe ich ja auch schon ungefähr die Hälfte davon gefressen. Ich will das gar nicht essen, aber das liegt hier rum. Und wenn ich dann immer so am Zocken bin oder so, dann wandert meine Hand automatisch da in den Beutel rein und dann fresse ich immer so einen Osterhasen nebenbei. Ich meine, ich selber habe nicht mehr gesucht, aus dem Alter bin ich mittlerweile schon ein bisschen raus. Ich war aber bei meinen Großeltern gewesen und da war auch mein kleiner Halbbruder da gewesen. So. Der konnte halt suchen im Garten hinten, so wie ich damals auch das gemacht hatte bei meiner Oma, ne? Schön im Schnee. Geil. Nein, Schnee lag zum Glück nicht mehr, aber es hat davor auch gehagelt, also nicht schön gewesen. Er rennt halt völlig begeistert durch den Garten durch. Ihr wisst ja, wie kleine Kinder sind, ja, wenn es Geschenke gibt. Und sieht da so eine kleine Packung im Busch liegen. Und völlig begeistert schreit er so, oh, Zigaretten! Was die Nachbarn denken mussten. Die haben einmal gleich der Nachbar gewesen, hat irgendwie so im Garten gehakt und sowas. Der drüber geguckt, was nett für ein Kevin da drüben. Da denkst du natürlich auch erstmal, was ist in der Erziehung falsch gelaufen? Wer freut sich über Zigaretten mit 4 Jahren? War natürlich so eine kleine Kaugummi-Zigaretten gewesen. Ich weiß nicht, kennt ihr die noch von damals? Ey, man hat sich so cool damit gefühlt, ja? Wenn du so eine Kaugummi-Zigaretten hattest und du hast reingepustet, kam so ein bisschen... Ah, so ein bisschen Staub vorne raus, so ein bisschen Mehl oder was es ist, keine Ahnung. Und du dachtest echt, du rauchst, ja, du bist groß und bist cool. Denn natürlich im Kindergarten vergleicht man die Geschenke, ja. Ich habe eine coole Actionfigur bekommen, ja, ich habe 5 davon bekommen. Und wisst ihr, was mein kleiner Halbbruder gesagt hatte? Ja, und ich rauche jetzt. Ich werde jetzt erstmal gleich ins Eastgate gehen. Das ist hier so in Marzahn, das größte Einkaufscenter. Da werde mir neue Kopfhörer, so ein In-Ears kaufen, damit ich mal ja Chat-Videos machen kann. Wenn ihr euch fragt, warum keine Chat-Videos kommen, es liegt daran, dass ich keine In-Ears mehr habe, die sind kaputt gegangen. Und ich möchte mich nicht, ja, ich möchte mich nicht mit diesen Dingern so auf Chat-Videos hinsetzen. Es sieht nämlich aus, als hätte ich kein Leben. Und danach gehe ich mit einem Kumpel ins Kino Fast 7 gucken. Letzte Fast and Furious Teil. Das ist jedes Jahr so eine Art... Ritual bei uns. Wir müssen jedes Jahr halt den neuen Fast and Furious Teil gucken. Und das wird wahrscheinlich der letzte sein. Ich musste mich wirklich beherrschen, auf welche Seiten ich im Internet gehe, damit ich nicht gespoilert werde von dem Film. Ja, weil es kamen ja wieder irgendwelche Reviews überall, die Leute haben diskutiert. War auch so mit Breaking Bad zum Beispiel so gewesen. Ja, ich hab's ungefähr 3-4 Jahre, nachdem es rauskam, erst geguckt. Da kannte es schon jeder. Ja, und jeder hat darüber geredet. Und jeder ist davon ausgegangen, dass es der andere auch schon gesehen hatte, obwohl ich es gerade angefangen habe zu gucken. Das heißt, ich musste echt ein paar Freunde aus meinem Leben entfernen, damit ich das nicht gespoilert bekomme. Das war's von diesem Video. Die nächsten Tage kommt Shadowlands. Ich muss erstmal wirklich neue Kopfhörer besorgen. Aber es gibt auch andere Pflichten, die ich zu erfüllen habe. Neue Ausbildung suchen, weil meine, ihr wisst, letztes Video, bla bla bla, Insolvenz, ohne Ausbildung, ihr wisst schon, was ich meine. Ich gehe jetzt ins Kino. Wir sehen uns. Haut rein.